Hallo Leute. Heute geht es um zwei Meldungen zum Thema Autismus, die einfach... Ich mag es gar nicht beschreiben. Erinnert ihr euch noch an einen Fall in Genf, im Heim Manzi, wo autistische Jugendliche und Kinder misshandelt und gequält wurden? Jetzt ist ein weiteres Pflegehaus, wie die es halt beschreiben, von Vorwürfen konfrontiert, wo autistische Kinder und Jugendliche geschlagen und gequält werden. Und, oh. Ja, ihr merkt schon, wir haben schon 1. September und dieser neue Monat fängt auch schon mal. Ich sag das Wort lieber nicht, bevor das Video als auch der Kanal gleich zugemacht wird. Aber genug zum Ausrasten gibt's ja noch. Keine Sorge, Leute. Und weil ich mir die beiden Meldungen von Schweizerischen Rundfunk als auch von engadinonline.ch bzw. engadidapost.ch mir nicht alleine antun kann, müsste ich euch wieder mit reinziehen. Link zu den beiden Artikeln gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort nochmal raushauen würdet, als auch den Link zu meinem David Art Kanal, wo ich meine Comic-Seite nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal, wo hoffentlich Caillou beim Strafgericht kurzer Prozess gemacht wird, obwohl es ist schon der kurze Prozess ja passiert. Und wir wissen ja mittlerweile alle, wo Caillou letzten Endes dann gelandet ist. Zwar in einer Psychiatrie, wenn die lebenslängliche Freiheitsstrafe um ist. Na denn. Fangen wir an mit der Schweizerischen Rundfunk, der den Titel trägt: Missstände im Pflegehaus oder Heim für autistische Menschen mit Gewaltvorwürfen konfrontiert. Haben wir, glaube ich, schon mal als Titel in einem der Videos verwendet, glaube ich. Aber das kann mir vollkommen egal sein, denn es ist halt wieder in der Schweiz passiert. Und ich dachte, nach Heim Manzi dürfte man doch gelernt haben, dass wir Autisten auch Menschen sind. Und dass wir auch Gefühle haben und auch den gleichen Bildungsstand erreichen können wie die Neurotypischen unter uns Menschen und Lebewesen. Aber anscheinend gibt es halt Takupisten, die das nicht verstehen wollen und haben dann in einem anderen sogenannten Pflegehaus für Unruhe gesorgt. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Und bevor ich anfange: Dieser Artikel wurde 21 Mal auf Facebook, Twitter und WhatsApp geteilt. Auch personelle Probleme überschatten die vorzeitige Schließung der Casa Florina im Engadin. Na gut, personelle Probleme, das könnte auch sein, dass das Personal dort ja auch sich mit Corona angesteckt haben. Kann auch sein, oder? Aber das glaube ich eher nicht. Weiter geht's. Missstände bei der Betreuung schwerer Autisten sorgten in der Schweiz zuletzt im Genfer Heim Manzi für Schlagzeilen. Kommt nicht mit Schwerbarbären. Es gibt keine schwere Autisten. Oder wollt ihr etwa über übergewichtige Autisten reden? Wenn das der Fall sein sollte, dann entschuldige ich mich. Aber ansonsten gar nicht. Weiter geht's. Jugendlichen wurde das Essen vorenthalten, zudem wurden sie am Boden entlang geschleift. Tada! Bezüglich auf das Essen vorenthalten, ne? Also redet ihr doch über übergewichtige Autisten. Aber wenn ich mir die zweite Hälfte dieses letzten Satzes mehr angucke, glaube ich das eher nicht mehr. Dann redet ihr nicht mehr über übergewichtige Autisten, sondern halt um Autisten, die halt dort
geschlagen, gequält und gemobbt werden. Und zwar, wann es immer irgendwie geht. Weiter geht's. Nun zeigen Recherchen von Radio SRF, dass auch die Chasa Florina im Kanton Graubünden mit Vorwürfen von Gewalt gegen Heimbewohner konfrontiert ist. Ja. Es geht ja noch weiter. Untersuchungen laufen noch. Ein Zitat aus einem Arztbericht über einen Pflegefall in der Chasa Florina: Blutergüsse am rechten Arm, die dem Griff einer fremden Hand entsprechen. Ein weiteres Hämatom am linken Arm. Die Eltern hatten ihren Sohn in einer Klinik im Kanton Zürich untersuchen lassen, weil sie den schwer autistischen jungen Mann im vergangenen Herbst in einer unzumutbaren Verfassung aufgefunden hatten. Kommt nicht mit schwer bei mir an. Und bringt mich nicht auf falsche Gedanken, Schweizerischer Rundfunk. Weiter geht's. Er hatte massiv an Gewicht verloren und wirkte leer und traurig. Das steht in Unterlagen der Familie, die Radio SRF namentlich bekannt ist. Öffentlich will sie sich aber nicht äußern. Kein Wunder, die Eltern wurden ja auch von dem Heimpersonal auch eingeschüchtert. Wehe, ihr redet über uns, dann verklagen wir euch bis zum Tode. So habt ihr es bestimmt gesagt, oder? Wer weiß heraus. Wir gehen unangemeldet bei den Organisationen vorbei, führen Gespräche und fordern Unterlagen ein. So Susanna Gallient, Vorsteherin Bündner Sozialamt. Weiter geht's. Was war passiert im Heim in Engadin? Weil die Heimleitung darauf keine zufriedenstellende Antwort gab, nahm die Familie den schwer autistischen Sohn im Oktober 2021 sofort nach Hause und alarmierte das Sozialamt des Kantons Graubünden. Eine Antwort gab es bislang aber immer noch nicht. Susanna Gardient, Vorsteherin des Bündner Sozialamts, bestätigt aber, dass die Vorwürfe abgeklärt werden. Wir gehen dafür unangemeldet bei den Organisationen vorbei, führen Gespräche und fordern Unterlagen ein. Im aktuellen Fall liegen die Ergebnisse noch nicht vor, weshalb noch keine weiteren Angaben möglich sind. Tja, vielleicht kann uns die zweite Quelle das ja beantworten. Aber wir bleiben noch beim ersten Artikel. Weitere Vorfall in der Casa Florina oder Chasa Florina. Sprecht ihr es aus, wenn ihr es wollt. Die Chasa Florina betreut unterdessen weiterhin Autisten. Ja. Und wie dann? Weiter geht's. Zu den Vorwürfen der Familie teilt Claudio Wolfer, Präsident des Trägervereins der Chasa Florina, Radio SRF schriftlich mit, dass er zu Einzelfällen keine konkrete Auskunft geben dürfe. Die Abklärungen des Sozialamts hätten noch nicht abgeschlossen werden können. Keine konkrete Auskunft geben dürfen. Ach nee. Wird der Präsident des Trägervereins der Casa Florina erpresst? Etwa vom eigenen Personal? Oder hat das rein bürokratische Gründe? Ich blickt da nicht mehr durch. Weiter geht's. Das ist aber nicht alles. Anfang Juli rissen zwei Autisten aus dem Heim aus. Einer von ihnen wurde erst mitten in der Nacht 500 Höhenmeter oberhalb des Hauses gefunden. Nach einer Suchaktion mit Hilfe eines Helikopters. Eine solche Suchaktion durchaus ist ein außerordentliches Vorkommnis, da wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, so Gardient vom Sozialamt. Ja. Und wenn die Helikopter einen flüchtigen Autisten geschnappt haben, bringen sie ihn schön in das Heim zurück, in der das Personal diesen Autisten auch bestrafen kann. Mit Schläge, Tritten und was nicht, was ich noch alles. Aber vielleicht geht's ja hier noch weiter. Probleme bei Leitungsübergabe. In der Casa Florina begann Uli Hintermann 1982 mit der Betreuung von Menschen mit Autismus. Dieser Satz ist falsch, das muss natürlich heißen. In der Casa Florina begann Uli Hintermann 1982 mit der Betreuung von autistischen Menschen. Weiter geht's. Das Heim etablierte sich in jahrzehntelanger Arbeit. Es hätte sich aber im vergangenen Jahr erneuern sollen. Zwei Mitarbeiter waren für die Nachfolge von Hintermann vorgesehen.
Statt zu einer Stabübergabe kam es jedoch zum Streit. Die beiden Mitarbeiter verließen die Casa Florina, neue Nachfolger wurden nicht gefunden. Das stellte eine erneute Bewilligung für das Heim in Frage. Ach nee. Und was wurde dann getan? Wurden die beiden Mitarbeiter auch zwecks Helikopter gesucht und nachher gefunden? Naja, genug spekuliert. Weiter geht's. Die Heimleitung entschied deshalb am 2. Juni, den Betrieb einzustellen und plante diesen Schritt per Ende 2023. Nach Gesprächen mit dem Sozialamt wird das Heim nun aber bereits per Ende 2022 geschlossen. Ja, und dann dürften hoffentlich keine Autisten mehr gequält werden. Aber noch sind wir nicht am Ende des ersten Artikels angekommen. Es gibt ja noch einen Abschnitt. Obwohl, da gibt's ja noch ein gelbes Kästchen zum Thema Autismusorganisation Platzmangel ist dramatisch. Regula Bühler, Geschäftsleiterin der Non-Profit-Organisation Autismus Deutsche Schweiz, bestätigt, die Beratungsstelle hört sehr oft, dass es schwierig ist, für jemanden im Autismus-Spektrum einen Platz zu finden. Vor allem Eltern von erwachsenen Betroffenen suchen sehr lange und müssen verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, bevor es dann eventuell irgendwo klappt. Auch der Bundesrat räumte in seinem vor 4 Jahren zu Autismus veröffentlichten Bericht einen Mangel an Heimplätzen und Fachpersonal ein. Und das, obwohl die Zahl der wegen Autismus von der IV unterstützten Personen in der Schweiz in den letzten Jahren stets gestiegen ist, wie Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherung zeigen. Der Bericht hätte Anstoß zur Veränderung geben sollen. Ist die Lage heute besser? Da muss ich leider mit einem klaren Nein antworten. Der Bericht des Bundesrats enthielt nur Empfehlungen an die Kantone, aber keine Verpflichtung. So hat sich in den letzten 4 Jahren nur sehr wenig verändert und die Situation von Menschen mit Autismus in ihren Familien ist immer noch dramatisch, sagt Bühler. Auch der letzte Satz ist falsch, das muss natürlich heißen. So hat sich in den letzten 4 Jahren nur sehr wenig verändert und die Situation von autistischen Menschen und ihren Familien ist immer noch dramatisch, sagt Bühler. Weiter geht's. Die Familie des Autisten, welche die Beschwerde mit Verdacht auf Gewaltanwendung eingereicht hat, erwartet vom Kanton Graubünden Antworten. Für ihren Sohn hat sie inzwischen einen neuen Platz gefunden. Das war schwierig, denn Betreuungsplätze gibt es wenige. Auch deshalb fühlte sich die Familie von der Casa Florina abhängig. Aber mit der Schließung Ende 2022 ist es ja auch vorbei. Da muss man sich halt nicht mehr so abhängig fühlen von dieser Einrichtung. Beim besten Willen nicht. Das war die erste Quelle, Leute. Jetzt kommen wir zur Engadiner Post oder Posta Ladina genannt oder auch Engadin Online genannt. Nennt es, wie es wollt. Und der richtige Titel? Schwere Vorwürfe gegen die Casa Florina. Na gut, vielleicht nenne ich das mal als Videotitel, damit der sich von allen anderen Videos unterscheiden kann. Und ich würde mal sagen, los geht's. Und bevor ich anfange zu lesen, Gesundheit. Kommt nicht mit Gesundheit bei mir an. Engadiner Post. Weiter geht's. Seit 1978 bieten Ruth und Uli Hintermann Hiestand in Lawin für Menschen mit kognitiven, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen Wohnplätze sowie Ferien- und Betreuungsplätze an. Wie Radio SRF berichtete, ist nun die Casa Florina mit Vorwürfen von Gewalt gegen Heimbewohner konfrontiert. Ach nee. Und im ersten Quelle geht es nur um Autisten. Und statt 1982 habt ihr 1978 schon hier geschrieben. Könnt ihr euch nicht bei einer Sache oder mehreren Sachen gleichzeitig einigen? Nächster Abschnitt. Dem Radiosender liegen dazu einige Unterlagen vor. Die entsprechenden Untersuchungen laufen noch. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wie die Vorsteherin des Sozialamtes Graubünden gegenüber Radio SRF ausführte, werden die Vorwürfe abgeklärt. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, weshalb noch keine weiteren Angaben möglich sind. Auch der Präsident des Trägervereins der Casa Florina, Claudia Wolfer, teilt Radio SRF schriftlich mit, dass er zu Einzelfällen keine konkrete Auskunft geben dürfe.
Ja, aber das stand ja auch schon in der Essenquelle bereits. Und ich würde mal sagen, auch wenn ich keine Spekulationen mehr machen würde, der Präsident wird anscheinend von den eigenen Mitarbeitern verpresst. Oder von der Bürokratie selbst. Weiter geht's. Die Casa Florina betreut weiterhin an Autismus erkrankte Menschen. Autismus ist keine Krankheit. Und dieser Satz sollte natürlich heißen, die Casa Florina betreut weiterhin autistische Menschen. Weiter geht's. Anfang Juli rissen zwei autismuskranke Personen aus. Eine von ihnen wurde gemäß Radio SRF erst in der Nacht nach einer Suchaktion mit einem Helikopter oberhalb des Hauses gefunden. Eine solche Suchaktion ist ein außerordentliches Vorkommnis, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, so die Verantwortliche des Sozialamtes gegenüber Radio SRF. Ein Satz ist falsch, es muss natürlich heißen. Anfang Juli rissen zwei autistische Personen aus. Eine von ihnen wurde gemäß Radio SRF erst in der Nacht nach einer Suchaktion mit einem Helikopter oberhalb des Hauses gefunden. Und ich kann mir vorstellen, was mit dem gefundenen Autisten passiert wurde. Der kam zurück in das Heim, wurde dann von den Mitarbeitern erst freundlich empfangen. Und wenn die Helfer weg sind, wird er halt anscheinend geschlagen und gequält und gemobbt. Und zwar härter als je zuvor. Weiter geht's. Und da gibt's noch einen letzten Abschnitt. Bereits im Vorjahr suchte der Trägerverein der Casa Florina erfolglos einen Nachfolger für Uli Hintermann. Nun schreibt der Verein auf der eigenen Internetseite, die aktuell sehr schwierigen allgemeinen Bedingungen auf verschiedenen Ebenen, mit denen die Verantwortlichen der Casa Florina nun seit Oktober 2021 konfrontiert sind, scheinen sich nicht zu lösen und auch nicht zu entspannen. Uli Hintermann hat bereits am 2. Juni die Konsequenzen gezogen und dem Vereinsvorstand seinen Entscheid mitgeteilt, seine Tätigkeit als Institutsleiter aufzugeben. Das Milizsystem, dem ein Verein zugrunde liege, verunmöglichte es, die Ressourcen aufzubringen, um ohne Unterstützung von Uli Hintermann einen passenden Nachfolger oder eine Nachfolgerin in nützlicher Frist zu finden, schreibt der Verein auf der Homepage. Deshalb werde die Casa Florina nach 43 Jahren ihren Betrieb per Ende Jahr 2022 einstellen. Und das Jahr 2022 habe ich ja selbst noch beigefügt. Meine Güte. Was soll ich zu den beiden Meldungen sagen, Leute? Es ist nun mal schlimm. Autisten sind auch Menschen. Das muss eigentlich jeder verstanden haben. Aber wenn man Takupisten-Dullis einstellt, wie halt die Casa Florina ihre Mitarbeiter halt einstellt, dann kann es für Autisten nun mal gefährlich werden. Was meint ihr zu den beiden Meldungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Also auch sie zu liken, also auch sie zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einer weiteren Meldung wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.